Hallo meine Lieben und herzlich willkommen, hier ist wieder euer Heinz und wir spielen eine weitere Folge Siberia. Ja, nachdem wir wieder kleine Hindernisse hatten, mal wollen wir hier mal gucken, wozu wir das, was wir gefunden haben, heute verwenden können, nicht, und was uns sonst noch so erwartet hier. So, Spiel laden. So, wir hatten ja versucht, das Ruder rauszuangeln, nicht, und so, jetzt müssen wir mal gucken hier. Ob der Momo uns da weiterhilft. Kann ich mal was fragen? Momo, hör. Kannst du mir mal helfen? Was machen? Es wäre nett, wenn du mir helfen würdest, den Staudamm aufzumachen. Ja. Einverstanden. Momo, stark. Na, jetzt bin ich mal gespannt. Ob jetzt wieder was schief geht oder ob das funktioniert. Oh Gott. Oh Gott, und das soll helfen? Ah, jetzt geht's du, jetzt geht's. Momo ist so stark. Ich danke dir, Momo. Tja, und nun ist der Staudamm offen. Und was jetzt? Hier können wir nichts mehr anfassen. Ganze. Vielleicht können wir jetzt den anderen Weg lang gehen, den wir schon mal entdeckt hatten. Jo, vielleicht. Jetzt ist das hier. Was ist hier hinten? Geheimnis. Jetzt erfahren wir vielleicht gleich das Geheimnis. Spannend ist das. Spannend. Na, da gehen wir mal hin. Jetzt ist ja hier kein Wasser mehr. Da wird sie ja nicht nass und glitschig. eine Höhle. Ach, viel zu viel Fotos mache ich schon. Wollen wir da mal reingehen? Ohne Taschenlampe gehen wir einfach. Oh Gott, was ist denn hier? Das sind ja lauter Mammutze. Das sind ja Höhlenmalereien, du. Das ist aber schön. Gut, gucken wir mal weiter. Oh, was liegt denn hier? Der Mammut. Jetzt haben wir das Mammut. Und nun, was macht man jetzt hier? Ach, hier kommen wir wieder nicht weiter. Dann kommen wir wieder bloß zurück. Ich dachte, wir können hier noch ein bisschen... Ein bisschen können wir hier noch, aber... Doch nie. Was macht man jetzt mit dem Mammut? Tja, den können wir, war da nie im Zug oder so ein Abteil, wo man das... Oh, jetzt klingelt schon wieder das Telefon. Ach du meine Güte. Hallo? Hey, bist du das? Ja, ich bin's. Wer denn sonst? Ich habe deine Stimme gar nicht erkannt. Aber das macht vielleicht die Entfernung. Also los, erzähl mal, wie ist es in Europa? Oh, du hast vielleicht ein Glück? Mir passiert sowas nie. Spar dir dein Leid, Olivia. Alles, was ich bisher von Europa gesehen habe, ist ein kleines, abgelegenes Dorf. Nicht gerade berauschend. Und eine kleine Überraschung gab es auch noch. Ist doch ein hübsches Dorf. Ich muss einmal einen Erben finden. Ja, ich weiß. Ich habe mich hingekommen, wie John über den Weg gelaufen ist, der heute Morgen mit unserem Big Boss Kaffee getrunken hat. Oh Gott, er ist ihn gar nicht begeistert. Morgen hat er einen Termin mit deinem Kunden und muss ihm verklickern, dass der Verkauf sich verzögert.
Sei froh, dass zwischen dir und unserem lieben Chef ein Ozean liegt. Das bin ich auch. Und du? Wie geht's dir? Was gibt's Neues auf der Arbeit? Wir haben den Prozess Herr Alu verloren. 5 Monate Arbeit für nichts. Ja, ich erinnere mich. Naja, ich musste mich dann erstmal bei Bloomingdale's abreagieren. Seit gestern ist Luftverkauf. Hast du's gut? Wahnsinn, Kate! Na, du, was für Neuigkeiten! Weißt du, kleine blaue Seiden wieder? Rate mal, was ich dafür bezahlt habe. Keine Ahnung. 250, 200? $140! Komm nur schnell wieder. Dann gehen wir nochmal zusammen los. Wenn es nach mir ginge. Aber gut, ich muss jetzt Schluss machen. Telefonieren wir bald wieder. Ich möchte dein Abenteuer in allen Einzelheiten. Klatschend, Räutchen. Hör doch auf, Olivia. Mach's gut. Du auch. Pass auf dich auf. Versprochen. So, und was machen wir jetzt? Jetzt haben wir mit der Olivia die wichtigen Neuigkeiten ausgetauscht hier, nicht? So, hier brauchen wir hier auch nichts mehr. Momo ist wieder auf rätselsame Weise verschwunden. Das ist alles wieder rätselhaft, ist das wieder sehr rätselhaft. Tja. Aber wenn die noch in Dinge rein muss und mir aber gar nicht sagen, das verstehe ich jetzt nicht. Tja, schwierig, ist das sehr schwierig. Macht man jetzt? Gehen wir zum Zug zurück und stellen das Mammut. Kann man das vielleicht dorthin stellen? Mensch, Fragen über Fragen sind es hier. Ah, ist eine schöne Gegend hier. So, gehen wir wieder übers Brickliff. So, hier hinten haben wir jetzt Uni weiter, oder? Wie war das? Ne, hier war ja Ende für uns. Gut, da gehen wir jetzt wieder zurück, weil es bleibt uns anders übrig. Aber wir hatten ja noch in dem einen Haus nicht Ruhe. Muss ja vielleicht irgendwo noch mal einen Schlüssel nehmen, oder was? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Sind wir ja mal wieder ein Stück weiter gekommen. Wenn wir bei dem noch mal gucken, ob wir noch was finden. Den einen Schrank, den Schlüssel. Ich stelle jetzt hier was anderes. In dem einen Haus, da war ja noch Schubfächer, die klemmen. Aber hier scheint... Das habe ich vergessen. Ich sollte den Notar in Ruhe lassen. Ja. Dann können wir jetzt hier noch. Das haben wir ja alles schon. Ja, ist ja hier unten. Weil wir, wenn wir immer vorbeigehen, dann können wir hier nochmal gucken. Ne? Das ist ja nicht so schlimm. Ne? Hier konnten wir ja bloß stempeln. Bumm. Klack, klatsch. So, was wegnehmen konnten wir hier jetzt aber nicht. Nee, gut, gehen wir wieder. Das ist ja rätselhaft, es muss ja noch was da sein, das verstehe ich alles nicht. Na, man kann ja noch mal gucken, nicht? Man muss ja noch mal gucken, ja. Das hat er ja jetzt geöffnet und verkauft uns was, oder? Dahin muss ich nicht. Ach, dahin muss ich nicht. Na, das ist toll. Ich hab zu. Kommen Sie morgen wieder.
Aha. Gut. Und hier muss er auch nicht hin. Pass auf. Dahin muss ich nicht. Dahin muss ich nicht. Sowas. Wenn wir sagen, du musst dahin, dann musst du dahin. Dann kannst du nicht mehr sagen, dahin muss ich nicht. Tja, was machen wir jetzt mit diesem Teil? Wir gehen mal zum Zug. Mal gucken nochmal, weil irgendwas. Vielleicht können wir ja auch losfahren jetzt, weil da waren die zwei Teile nötig, damit wir losfahren können. Oder hat Oskar dann wieder was zu meckern? Ja, wo war der Bahnhof? Hier, glaub ich. Glaub ich noch. Ja. Schild mit Ruhe. Nur nicht dösen. Nein, nicht dösen. Nicht. Nur mal ein bisschen tüdeln hier. So. Da wären wir schon mal wieder hier. So. Aber wenn man jetzt nicht, das kann man ja einen Oskar nicht geben. Wenn man das in Oskar geht? Nee, in Oskar kann man das nicht geben. Das müssen wir mal gucken. Das hier kann man das nicht. Hier vielleicht. Das okay. Brauche ich im Moment nicht. Aha. Hier muss auch noch was Dieses hin. Dieses Regal scheint für Wertgegenstände gedacht zu sein. Ja, ja, wir haben ja keinen Wertgegenstand. Wir können ja jetzt mal aus... Das brauche ich im Moment Aha, nicht. Aha, das brauche ich im Moment. Na gut. Aber die Spieluhr konnte man ja nicht mitnehmen, ne? Aus dem Büro, das verstehe ich jetzt wieder. Alles wieder mal nicht. So, jetzt haben wir hier wieder was gefunden. Jetzt müssen wir mal hier... Ich bin es noch einmal... Guten Tag, Kate Walker. Warum fahren wir nicht ab, Oscar? Was fehlt mir? Die Bestimmungen sind eindeutig. Ich warte auf Ihre Fahrkarte, Kate Walker. Aha. Nicht, dass mir unsere Unterhaltung langweilig wäre, aber ich muss jetzt gehen, Oscar. Auch ich habe jetzt viel zu tun, Kate Walker. So, jetzt brauchen wir hier die Fahrkarte. Mal gucken, ob das jetzt geht. Zugfahrkarte. Und ob wir immer noch nicht losfahren Hier, können. Oscar. Können wir jetzt abfahren? Ich kann die Fahrkarte momentan nicht annehmen, Kate Walker. Behalten Sie sie. Was ist denn jetzt noch? Ich verstehe nicht, warum wir nicht abfahren können. Nicht ohne. Wir können es uns nicht leisten, diesen Zug noch länger aufzuhalten. Ich möchte nicht unhöflich sein, Kate Walker. Aber ich befürchte, dass noch nicht alle Bedingungen für die Abfahrt erfüllt sind. Was haben wir denn nun Wenn noch? Das ein Witz sein soll, Oscar, so kann ich nicht darüber lachen. Ich muss Hans Vorarlberg unbedingt so schnell wie möglich finden. Ich habe genaue Anweisungen, nach denen ich mich zu richten habe. Es gibt drei Stellen in der Garderobe, an denen zwei wichtige Objekte platziert werden müssen. Dies ist die Voraussetzung, um den Zug in Gang zu setzen. Aber wenn Sie mich jetzt bitte entschuldigen würden, ich muss die Abfahrt vorbereiten. Dann muss ich mich wohl nach diesen Anweisungen richten. Na, was braucht man denn jetzt aber noch? Das ist jetzt rätselhaft. Jetzt haben wir wieder was gefunden, wir können immer noch nicht abfahren. Ich weiß wirklich nicht mehr, wo ich noch suchen soll. Jetzt ging das Ganze ja wieder von vorne los. Oh Mann, da gehen wir nochmal vielleicht das Büro und bestimmt diese Spieluhr. Aber wie kriegen wir die? Die konnte man ja nicht nehmen.
müssen wir uns in der Fabrik nochmal umgucken. Ich weiß es da auch nicht, keine Ahnung. Mal irgendwas brauchen wir da noch. Irgendwas müssen wir da noch haben. Da fehlt noch ein Teil und da fehlt noch ein Teil. Und man findet das Teil nicht, weil wir keinen Schlüssel haben. Und dann findet man den Schlüssel nie. Jetzt haben wir das Mammut gefunden. Und nun? Und im Mammut gemalt. Ja, wo war jetzt die Fabrik hier? Aber das hilft ja. Irgendwo müssen wir ja noch hin. Wir kommen gar nicht überall rein. Irgendwas muss doch hier noch zu finden sein. Da geht er gar nicht anders. Hier hinten war ja bloß dann, wo wir das Rad angemacht haben. Ne? So richtig gar nichts machen und zu finden gab es hier nichts. Hier kann man nichts mehr ausmachen, oder? Das ist jetzt nicht mehr nötig. Aha. Hier kann man auch nicht bremsen. Gut. Das ist aber schrätselhaft wieder. Da sind wir mal wieder ein Stück weiter gekommen und schon klemmt es wieder. Vor allen Dingen habe ich nicht gespickt. Hm? Das war nicht gucken bei anderen, obwohl ich das schon wollte. Tja. Vielleicht müssen wir dann eben das Spiel wieder ruhen lassen bis zu den nächsten Aufnahmen und dann. Nee, hier kommen wir nicht weiter. Dann kann sie gleich wieder hervorgehen. Da gucken wir nochmal unten in den anderen, bevor wir dann nochmal im Büro und dann weiß ich erstmal Uni weiter. Ehrlich gesagt. Und ist ja auch nichts Neues. Wir haben uns schon. Ja, das. Sowieso. Haben wir die Folge ja sowieso dann wieder. Die Zeit soweit ein bisschen erreicht. Ja. Hier noch was übersehen. Können wir hier noch irgendwo hin? Gehen wir hier hin wieder zurück, oder? Nee, warte mal, wir müssen nochmal. Gibt es hier nicht noch irgendwas, was wir hier nehmen könnten? Was ist denn hier? Wo geht's denn hier hin? Ja, wo gehen die da hin? Ach, dahin. Ja, dann ist klar, das haben wir ja nicht schon 100.000 Mal bedient, das Ding. Hm, haben wir hier noch was übersehen, in der Werkstatt. Es muss ja noch was sein, das geht ja gar nicht anders. Was muss noch sein? Uns nie wie froh hin's geht, ja. Mit dem Mammut schon tricks mal dran vorbeigelaufen. X mal, nicht? X und Y und Rülf. Von der Worte. Machen wir nicht. Irgendwo ein Schlüssel, geht's hier ein Fach auf. Nee, ohne. Kann man hier ein Werkzeug nehmen, vielleicht, damit man den Schrank aufkriegt.
Nee, also Leute, ich weiß hier schon wieder. Wir sollen wahrscheinlich nicht so schnell vorwärts kommen hier, ne? Das ist wahrscheinlich dann. So, liegt hier noch was? Okay, bloß. Oh. Tja. Da weiß ich schon. Ich weiß nicht. Na, da gehen wir uns nochmal ins Büro und wenn wir dort jetzt erstmal nicht finden, dann brechen wir eben erstmal wieder ab, weil. Weil, nur eben weil, ne? Da stand aber die Spieluhr. Warum kann man die nicht einsammeln? Und ist auch die Walze brauchen wir im Moment nicht. Das Teil hier klemmt. Das Teil hier klemmt. Ja und? Weiter? Das funktioniert nicht. Da fehlt wohl ein Teil. Das Teil klemmt. Das Teil hier klemmt. Ja und ich kann es da nicht mitnehmen. Ich brauche das noch. Was müssen wir da machen, wenn das Teil klemmt? Das ist rätselhaft. Offensichtlich sind wir aber hier noch nicht fertig. Wir haben eine Walze. Aber die können wir nicht mehr mitnehmen. Das ist ja merkwürdig. Das sind ja bloß die Rechnungen. Mein Gott, nur Rechnungen. Ich hätte nicht gedacht, dass es um die Fabrik so schlecht steht. Die letzten Jahre waren für Anna Vorarlberg sicher nicht leicht. Das hat man ja schon. Das hat man schon. Gibt's ja vielleicht noch einen Hinweis. Also Leute, ich sehe hier im Moment sehe ich hier wirklich wieder mal nicht mehr durch. Ich weiß nicht, was wir machen sollen. Nee, ich weiß im Moment nie, weil hier wäre ja noch eine Möglichkeit gewesen, was zu finden in dem Büro, aber offensichtlich ist das nicht der Fall. Das Teil klemmt und das brauchen wir aber bestimmt noch. Aber ich weiß eben nicht wie. Da muss ja noch irgendwo eine Walze und dann brauchen wir noch Schlüssel. Wo soll man das alles finden? Vielleicht haben wir ja wieder mal eine Eingebung. Ja, meine Lieben, nee, da würde ich hier an der Stelle wie immer die Folge mal beenden. Machen wir hier wie immer Spiel speichern. So, zurück zum Hauptmenü. Yep. Tja, meine Lieben, da sind wir ja nun schon wieder mal ein Stück vorwärts gekommen und schon wieder klemmt es, weil ich nicht weiter weiß. Aber vielleicht habe ich ja wieder eine Eingebung, wo ich dann sage, hey, da müssen wir hin, da gucken wir nochmal, da machen wir nochmal. Ja, meine Lieben, ich hoffe, es hat trotzdem ein bisschen Spaß gemacht. Freue mich wie immer, Däumchen hoch, nette Kommentare und vielleicht diesen oder einen neuen Abonnenten. Und sag wie immer, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Heinz.